Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video. Wir begrüßen euch heute vom Stadtgeathlon in Erding und wünschen euch mit viel Spaß bei den heutigen Wettbewerben. Tolles Bild und es geht ja Schlag auf Schlag, denn wir haben noch zwei Startgruppen. Die nächste wird in knapp 5 Minuten auf die Reise geschickt. Mit den schwarzen, den grünen, den blauen Badekappen, denn da sind auch unsere Staffeln mit dabei. Also Einzelstarter und Staffeln jetzt bei der olympischen Distanz zu bestaunen in der nächsten Startgruppe. Bitte kommt jetzt zur Startstelle. Bis zum Start für die vorletzte Startgruppe des heutigen Tages inklusive der Staffeln. Also kommt bitte jetzt zum Start. Wir wurden gerade gefragt, kann man um 11.47 Uhr schon tanzen? Na klar, dafür haben wir ja die Musik hier. Letzten 100 Sekunden, dann geht's für die Startgruppe inklusive der Staffeln auf die Reise. Und zwar auch auf das Abenteuer olympische Distanz, bedeutet 1500 Meter Schwimmen, rund 40 Kilometer Radfahren und rund 10 Kilometer Laufen. Wir wünschen euch dabei viel Erfolg. Nochmal einmal durchschnaufen, ein letzter Kuss und dann geht's rein gleich ins Wasser. Es wird großartig, versprochen. Ich bin irgendwo ganz hinten jetzt. Ich will nicht mit den Menschen durchlaufen. Ich habe keine Lust darauf. Viele sind noch draußen, aber viele stehen eben auch an der Startstelle. Und auch die sind nervös, die sind aufgeregt, aber auch voller Vorfreude. Lasst uns diese Aufregung doch in ein schönes Gefühl nochmal umwandeln. Mit einem dicken Anforderungsapplaus für die vorletzte Startgruppe heute hier in Erding. Jungs und Mädels, das ist toll.
Jetzt, ihr lieben Helden mit den gelben Badeknappen, das Beste kommt zum Schluss, nämlich ihr. Und zwar jetzt, geht bitte Richtung Startstelle, schenkt uns nochmal ein Siegerlächeln. Die gelben und die lila Badeknappen sind jetzt gefordert in der finalen Startgruppe des Tages. Und die geht in 2,5 Minuten auf die Reise, also bitte rein in den Vorstartbereich und ihr seht überragend aus. Wow. Wir machen einfach, die ersten Frauen haben wir mit der weißen Kappe jetzt schon gezogen. Ist das? Das sind ein paar von denen, recht gut von den Orten. Ist das der Hexenreich? Ist der noch verhindert? Ja, genau. Aber gut, den hat er die zweite Runde schon in den Knien, ne? Oder in den Armen. Aber das ist ein Vater. Gut ab, ey. Ja, ich kann's auch nicht. Ich schon nicht sehr. Aber sie macht es. Also das ist ich. Ein bisschen mehr ohne Radio. Hättest du gedacht, dass du heute so hübsche Männer sind? Oh. Jetzt Leo, bist du immer so vorteilhaft? So, rein in die Startzone und rein ins Glücksgefühl, das man durch Triathlon erreichen kann. Eine Minute noch und dann geht die allerletzte. Für uns aber die Sieger der ersten Startgruppe auf die Reise. Mit den gelben und lila Badeknappen. Also wer heute noch starten will, es ist die letzte Chance. Jetzt müsst ihr in den Vorstartbereich. Auch da haben wir vom Neoprenanzug bis zur guten alten Badehose alles mit dabei. Und so scheinen die Jungs und Mädels gerüstet zu sein für das finale Abenteuer am heutigen Tage. Und komm, einmal kriegen wir noch den großen Moment gemeinsam hin. Liebe Aktive und natürlich liebe Zuschauer, werdet nochmal richtig laut, spendet euch und wir spenden euch einen dicken Applaus für die letzte Stunde. Rothaler Weiher erleben und wir bitten alle Kinder, die heute Vormittag gestartet sind, kommt bitte jetzt zur Siegerehrung. Wir starten in 5 Minuten mit eurer Siegerehrung für die Schüler A, B, C und D und auch für die Jugendwettkämpfe. Gleich also eure Siegerehrung, bitte kommt jetzt hier ans Moderationsplätzchen, sprich an den Truck, da haben wir auch das Podest aufgebaut. Siegerehrung für die Kinder in 5 Minuten, bitte kommt dazu. Da fangen nicht viele direkt im Studium an, weil es dann richtig gut ist. So. Hallo? Setzen wir uns da an den Strand. Wer eine Schwimmbrille gefunden hat, eine schwarze Speedo, die wird noch vermisst von einem Mama und einer, von einem Papa und einer Mama für den Sohnemann. Also schwarze Speedo, wer die gefunden hat, möge sich gerne bei uns hier melden. Und derweil kommen mehr und mehr die Kinder auch zur Siegerehrung, denn wir wollen gleich loslegen. Siegerehrung für die Kleinsten. Aber da können auch noch Möbel hier.
dahinter sind ja noch ganz viele Tickets dabei. Also letzte. Ja, der neue Alando gestanden und haben echt den Pulk durchgelassen und sind dann wieder Schluss. Nee, der müsste es doch. Oh. Jetzt kommt der Nina, die. Ich glaube, dass die sogar gut erzählen. Die will ja bloß schneller sein mit Lea, glaube ich. Ja, sie hat ja gerade ausgerechnet. Im Laufe kommt es. Mindern im Laufe kriegen. Aber ich glaube, die schwimmt schneller, wie sie heute meint. Also, im Wettkampf ist die bei der immer. Ich würde bloß im Vorfall die Referee dann schauen. Das ist ja der erste Schritt. Da schwindet sehr schnell bei her. Das finde ich auch gut. Bei der Neiko. Oh, die ist 10 Minuten. Ja, das ist 10 Minuten. Es wird voller und voller hier bei der Siegerehrung, denn gleich werden unsere Kleinen zu den ganz großen Helden. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr mit dabei seid, auch einfach zu mitjubeln. Denn egal welcher Platz, es sind die Kleinen, die wir gleich zu den Größten machen. Bei unserer Siegerehrung für die Kinder kommt gerne mit dazu. Wir gucken aber parallel natürlich auch aufs Schwimmgeschehen und in der Wechselzone, was sich da alles tut. Denn das ist eine Menge heute hier in Erding. So, ihr Lieben, wir wollen loslegen mit der Siegerehrung am heutigen Tag und sagen herzlich willkommen zur Siegerehrung für die Kleinsten, die heute nun wirklich den Anfang gemacht haben. Und ich fand, ihr habt das großartig gemacht. Egal in welcher Platzierung, hört mal, wie laut die alle für euch klatschen. Ihr habt das toll gemacht. Herzlichen Glückwunsch, schön, dass ihr dabei wart. Wir wollen die Siegerehrung jetzt würdig, aber zügig durchführen. Bedeutet, wenn ihr aufgerufen werdet, Platz 3 hier rechts, Platz 2 hier und der Sieger oder die Siegerin dürfen dann oben in der Mitte sich positionieren. Ihr habt ja alle schon den kleinen Dino bekommen. Gleich gibt es Pokale und auch, ja, wir setzen auf Bildung hier in Erding, einen Thalia-Gutschein. Man kann sich ein Buch kaufen. So, das ist ja auch mal was Schönes. Ja, guck mal, die Eltern klatschen sofort, das war mir schon klar. Aber wir wollen nachhaltig euch informieren und dementsprechend gibt es von Thalia einen Gutschein. Was mir auch noch ganz wichtig ist, nicht nur, dass ihr alle das toll gemacht habt, sondern ihr habt ganz viele Helfer gesehen bestimmt. Unter anderem sind hier einige, Eddie ist auch mit dabei, unser Maskottchen. Die haben ganz viel Arbeit dafür investiert, dass ihr ein tolles Rennen hattet. Vielleicht kriegen die auch mal ein kleines Dankeschön mit einem dicken Applaus. Vielen, vielen Dank.
Eddie wird natürlich gleich bei jeder Siegerehrung auch nochmal die Hände schütteln. Ihr könnt später auch noch Selfies machen, das ist klar. Also, es geht los. Wir starten mit den Kleinsten. Und zwar mit den Schülern D und Bittenden bei den Jungs auf das Podium. Platz 3, hier ist Adam Lerchenmüller. Ihr dürft gleich weiterklatschen für Rang 2, Moritz Schmidtberger. Und der Sieger heißt Valentin Jung. Gratulation. Eddie gratuliert und wir holen die Mädels dazu. Bleibt einfach da stehen und wir holen die weiblichen Siegerinnen in der Altersklasse Schüler D dazu. Auf Platz 3, Hanna Wandel. Auf Rang 2, Solveig Kretschmann. Und die Siegerin heißt Mia Lenz. Gratulation. Pokale gibt's und jetzt dürft ihr die Pokale noch mal weit in den Himmel recken. Ganz nach oben und das ist euer Siegerapplaus. Schüler D, Ian Erik. Guck mal, das sind doch Bilder für die Ewigkeit. Wenn ihr später Olympiasieger werdet, denkt an uns. Hier hat alles angefangen. Wir kommen zu den Schülern C. Ihr dürft wieder zu Mamis und Papis und stolz sein. Schüler C am heutigen Tage. Auch da die Top 3 auf dem dritten Platz bei den Jungs. Wir feiern Milan Teuchner. Herzlichen Glückwunsch. Auf Rang 2 Niklas Botz. Auch dir einen dicken Applaus. Und der Sieger. Wir verneigen uns vor Hanno Wissmann. Herzlichen Glückwunsch. Guck mal, da wird mit der Sonne um die Wette gestrahlt. Bleibt bei uns, Jungs, und wir holen die Ladies dazu. Auf Platz 3, Anna-Lena Lerchenmüller. Gratulation. Rang 2 geht an Elisabeth Ramian. Und die Siegerin kommt aus Bayreuth. Herzlichen Glückwunsch, Lotte Fanke. Reißt gerne nochmal die Pokale weit nach oben und nochmal einen dicken Applaus gibt's für die Schüler C. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und es geht zack, zack weiter und zwar mit den Schülern B am heutigen Tage. Auf Platz 3 bei den Jungs, Lorenz Fründ kommt zu uns. Platz 2 geht an Mika Fankel, auch dir Riesenrespekt. Und der Sieger vom TSV Brandenburg, hier ist Emil Schmidtberger. Jetzt mal nicht den Buchgutschein hier fallen lassen, das wäre ja schade. Kommen wir zu den Mädels, bleibt gerne bei uns Jungs, denn auf Platz 3 aus München. Herzlichen Glückwunsch, Ronja Fix. Der zweite Platz geht an Leni Arthofer. Herzlichen Glückwunsch. Und Siegerin bei den Schülern B wird Mathilda Kujala. Großartige Bilder und natürlich auch ein Siegerlächeln. Nehmt die Pokale gerne nochmal nach oben und hört, wie laut all die Menschen nur für euch klatschen. Ihr wart super. Wir kommen zu den Schülern A und da auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch an Maximilian Rudolf. Ich glaube, der trainiert schon wieder, oder? Maximilian Rudolf? Ne, da ist er doch. Herzlich willkommen. Auf dem zweiten Platz, Leon Joswiak. Nicht nachlassen mit dem Applaus, die haben es alle verdient. Der Mann kommt aus Rot. Hier ist Finn Jasinski, unser Sieger. Dazu die Top 3 bei den Frauen, bzw. bei den Schülerinnen in der Altersklasse A. Dritter Platz für Helena Blendl. Zweiter Platz, Inara Zeiner. Herzlichen Glückwunsch. Und der Sieg geht an Lotta Rüger. Gratulation.
Die Schüler, auch ihr dürft gerne nochmal die Pokale Richtung Sonne recken. Lasst uns gemeinsam euch feiern mit einem goldenen Applaus. Schüler, ihr wart die Besten. Ihr merkt schon, irgendwann je älter die werden, desto uncooler ist es nochmal die Pokale hochzurecken. Aber das kriegen wir noch hin, keine Bange. Euch viel Erfolg für die Zukunft und wir kommen zu der finalen Siegerehrung, die wir hier stattfinden lassen. Alle weiteren Siegerehrungen sind ja dann nachher in der Stadt für die Volksdistanz, für die olympische Distanz, aber eben auch für die Jugend A. Jetzt sind wir bei der Jugend B und da gratulieren wir auf Platz 3 Leopold Häuserer. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 2, hier ist Tizian Träger. Gratulation. Und der Sieger 2024 in Erding heißt Alexander Tresselt. Gratulation, holen wir doch die schnellen Mädels mit dazu. Auf Platz 3, Maja Zedek. Die Zweitplatzierte vom TSV Harburg, Nina Meyer. Und wir verneigen uns vor der Siegerin. Hier ist Mathilda Joswiak. Pokale und ein Büchergutschein. Mal gucken, ob ihr noch Lust habt. Das sieht auf dem Bild einfach besser aus. Nehmt die Pokale noch mal hoch und lasst euch feiern von all den Menschen. Ja, guck mal, die bocken. Aber gut, sieht auch so gut aus. Dann strahlt und wir sagen herzlichen Glückwunsch. Unser finaler Siegerehrungsapplaus für die Jugend B. So, damit schließt sich da auch schon der Vorhang. Wir hätten noch viel mehr eigentlich ehren können. Ne? Also ihr seid alle Helden, egal in welcher Zeit ihr das geschafft habt. Dürft natürlich auch gerne das Podest gleich noch für Siegerehrungsfotos nutzen. Und dann sehen wir uns später in der Stadt. Denn hier gucken wir jetzt auf die Schwimmer und Schwimmerinnen im Kronthaler Weiher. Und auch von der Moderation werden wir in Kürze dann Richtung Stadtzentrum rübergehen. Es bleibt ein bewegter Tag hier in Erding. Und auch den Mamis und Papis nochmal vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich weiß, es war aufregend, aber es hat sich doch gelohnt.
Eine Rufmeldung, wenn Sie mit dem Auto hier sind und im Kennzeichen ein Renault ist das München HK4867. Sie stehen sehr ungünstig und parken andere Teilnehmer ein. Bitte zu Ihrem Auto kommen und den Parkplatz wechseln. Münchner Kennzeichen, ein Renault HK4867. Vielen Dank. Für ein wunderschönes Bild, wenn wir auf den Kronthaler Weiher schauen. Die meisten gehen rein in die zweite Runde des heutigen Tages. Und das bedeutet noch einmal 750 Meter schwimmen hier beim Triathlon in Erding, wo ja viele jetzt auch einfach als Besucher hier zum Kronthaler Weiher kommen und sich fragen, was machen die denn da? Ja, das ist Triathlon. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Hier wird geschwommen, rund um Erding geradelt und im Stadtzentrum dann gelaufen. Dort ist dann auch am Schrankenplatz der Zieleinlauf. Wer Lust hat, dort dabei zu sein, wir feiern bis 16.30 Uhr circa die Finishline-Party von Erding. Wir wechseln dann auch gleich rüber von der Moderation Richtung Stadt. Hier bleibt die Musik, hier bleibt die gute Laune und hoffentlich auch eure Anfeuerung für all die, die jetzt noch auf der Strecke sind, und zwar hier im Wasser. Wir wünschen euch viel Erfolg und schön, dass ihr mit dabei seid beim 29. Erdinger Stadttriathlon. Shine on down, got that Bob Barker suit game and click over my style.
Na, warte, einmal kurz, einmal Kinder. Na, geht schlecht. Ich geb immer einer, sorry. Yeah.
Schatzi. Gracias.
Ja, das ist der Anfang. Wir sehen nach Tür der Mond. Weißt du, normalerweise schon ein Fahrrad gefahren. Du bist streng, du bist streng. Was macht Papa? Atmen. Atmen, ja. Hi, Leda. Ja, ich hab's super gemacht. Bravo, Papa! Ah, er ist ein Truc wie Jeanne. C'est quoi? Le papier. Merde, il est où? Nein, mach schon. Il est là-bas, c'est sûr. Thank you.
Thank you.
Andrea! Doch, Linda! Martin, Martin! Martin, Martin! Du! Klasse AK 35, auch da haben wir tolle Athletinnen und Athleten. Wir freuen uns auf Platz 3 begrüßen zu dürfen, Richard Abschall. Auf Platz 2, Gratulation Philipp Herold. Und das oberste Podest, das gehört Patrick Göll. Herzlichen Glückwunsch. Kommt so, sind die Damen dazu, Franziska Usha Hendricks. Rang 3, Rang 2, Yvonne Hanna. Und Ilaria Mantovani und trägt ihr Erfolg und der italienische Tanzerin aus München.
Immer schöner und natürlich auch in der Siegerhöhle, die probiert die AK50.